Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende des Ionentors. Und da haben wir ja noch eine Toilette gesetzt. Wir sind drauf kacken. Jetzt ist ein Peach. Okay. Und weiter. Wir müssen ja uns noch ein bisschen hochspielen. Wir machen einen Ranglistenkampf. Jawohl. Titelkäfer. Du solltest höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Okay. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Versuchen wir es mal mit Yoshi. Kommt natürlich darauf an, wie viele Gegner es hier kommen. Okay. Okay, kriegen wir das hin? Ich hoffe mal. Schnelle Energie haben wir noch nicht. Nun gut, wir versuchen mal erdbebenmäßig alles zu geben. Oh, und die Angriffskraft erhöht sich auch noch um 3. Ich würde mal sagen, erfüllt. Und wir steigen den Level auf. Finde ich doch sehr gut. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Normalerweise würde ich fast sagen, die Orden. Und das machen wir jetzt auch. Die Orden nochmal um 1 hoch. Dann kann ich nämlich die anderen Orden einsetzen. Mario wird Bobstar seine nächsten Kämpfe finden auf der großen Bühnenstadt. So schön. Münzen. Die Frage ist, müssen wir dann überhaupt den Champion besiegen? Und der eh so ein Fake-Gürtel um hat? Gute Frage, ne? So, gucken wir mal. Oh, Kraft plus P. Das wäre natürlich toll, sowas. Naja, mit dem haben wir schlechte Erfahrungen mit dem Zeug. Die Frage ist, können wir irgendwann mal alles einsetzen? Wir schauen uns mal den Zapper an. Gucken, was der bringt. Ist immer noch besetzt? Ich muss auch mal aufs Klo. Was eine Scheiße da. Okay, nächster Kampf. Lol. Stachelsteine? Oh ne. Aber Yoshi kann die ja fressen. Du darfst deinem Gegner in den ersten 3 Runden keinen Schaden zufügen? Ach komm. Wirklich? Das ist so eine scheiß Auflage. Okay.
in den ersten drei Runden keinen Schaden zufügen. Ja, das ist natürlich toll. Taktik. Schauanlage brauchen wir nicht. Wir machen hier Verteidigung. Und nein. Wir machen hier Aufverteidigung. Die kriegen Schaden. Und das für ein Mist hier. Dann kann man gleich flüchten. Macht keinen Sinn. Okay, ich darf nicht blocken. Ja, das ist auch eine scheiß Auflage, das muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn, dass die drücken Block? Ah, ne, aufs Maul kriegen. Okay. Die Auflage ist ja noch die gleiche, ne? Okay. Dein Partner darf dem Gegner keinen Schaden zufügen. Nee, die Auflage ist anders. Na toll. Dann können wir ja irgendwas machen. Wir hauen Erdbeben hin. Und dann haben wir es geschafft. Gut, dass sich die Auflagen ändern. Sind wir doch schon aufeinander. Gibt's auch noch Mail oder was? In die Bar vor der Arena. Sollten wir vielleicht vorher nochmal. Na komm. Gut, gehen wir da rum. Okay, das ist das Büro, ne? Was? Du weißt also nicht, wer hier hereingekommen ist? Was geht hier vor? Ich habe bloß leider keinen Schlüssel und kann da nicht nachgucken. Hm, sitzt auch fest. Okay. Was war das hier? Dachte, ich bin in der ersten Liga. Ich wollte es einfach mal probieren. Okay, gehen wir mal in die Bar.
Oh, das sehe ich gerade. Ob wir gegen den auch kämpfen müssen. Wäre interessant. Wir können noch nachgucken hier, wer der nächste ist. Die Schattengang. Oh, Fuzzi Trio macht wohl noch mehr Sorgen. Schattengang. Glaube ich jetzt nicht, dass das so schlimm wird. Oh, da war ein Poster von mir, ganz links. So, gehen wir mal in die Bar. Hat sich doch nichts verändert, außer dass die Tussi weg ist. Einen Superhammer erhalten. Hallo, bin Todet. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du hast den Superhammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst mit dem Hammer nun auch andere Techniken einsetzen. Üben wir es doch gleich mal. Es ist etwas schwierig, aber du wirst es schon meistern. Wenn du B gedrückt hältst und L drehst, verdreht sich dein Körper. Bist du B los? Löst du einen Wirbelschlag aus? Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Also B gedrückt und ich... Okay. Ja, ich dachte eher, ich könnte da... Aha. Das ist doch gut. Ich dachte eher am Boden mit dem Superhammer, dass wir da... Zerstöre den Block in der Garderobe. Ja, den würde ich in der Garderobe den Block zerstören. Was es da wohl gibt? Gute Frage. Ehrlich gesagt, da war mir schon von Anfang an ein Dorn im Auge. Aber wir speichern hier mal. Ist er nicht verkehrt? Da hängt unser Poster. Das ist nicht toll. Mario Superstar. Das war in der zweiten Liga-Garderobe, ne? Hier. Es geht darum, dass man Block zerstören kann, oder? Okay, schauen wir mal. So, wir müssen uns drehen, ne? Was haben wir denn hier oben? Moment. Haben wir das dann vielleicht auch? Nee. Ah, ich weiß wie. Yoshi, du musst herhalten. Papiere halten. Papiere mit Notizen, sie scheinen sehr wichtig zu sein. Bomba, das ist ein Bericht über Sternenjuwel. Irgendjemand hat es wissenschaftlich untersucht. Da ist sogar ein Foto. Im Meistergut war das Sternenjuwel nicht, aber es müsste hier irgendwo zu finden sein. Aber wer hat das hier? Sehr verdächtig. So, nein, ich wollte da auf die rumreiten. Wollte nur mal abklopfen. Nix.
Wirklich? Wusste ich nicht. Habe ich nicht gewusst. Was? Warum? Wieso? Okay, also gehen wir wieder. Der lässt uns jetzt bestimmt nicht mehr rein. Gut, wir speichern mal so zwischenzeitlich. Hier müssen wir rein, oder? Ja. Bringen uns die Wirbelattacke irgendwie irgendwo weiter? Jetzt muss ich aber wirklich dringend. Okay, hilft nichts. Okay, machen wir mal eins weiter. Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Okay, jetzt. Schlage deinen Gegnern innerhalb von 5 Runden. Das sollten wir doch hinbringen, oder? Wir könnten noch Erdbeben gleich einsetzen. Dann wären es doch weg. Aber ich weiß nicht, der nächste Gegner, die wo kommen, die sind ziemlich hart, glaube ich. Okay, Hammer, was können wir machen? Wirbelschlag, Bauhammer, Erdbeben. Erdbeben könnten wir die unteren 2 schon weg machen. Was ist denn da von der Showbühne? Aber da treffen wir den oberen nicht, ne? Okay, egal, wir probieren es mal. Die liegen auf jeden Fall flach. Technik. Wir hätten eine Stampfattacke. Oder einen Saugmatz. Oh, der hält ein Fehler aus. Man das? Wow. Okay, die halten doch ziemlich viel aus. Hammer da nicht. Genau. Die zwei sind schon mal weg. Einen bloß. Okay, das ist die dritte Runde hier. Oh, geschafft. Geil. Und wir sollten unsere Energie wieder aufladen. Die schon wieder. Ich brauche keine Energie mehr.
Das ist aber jetzt wirklich linke Sache. Gefahr, ja, ich weiß. Tut mir leid, ich muss jetzt erst einmal. Ich zieh nochmal einen Hotdog für den Yoshi rein. Okay, sicher. Und wir machen eine Saugattacke. Hat funktioniert. Uns geht's richtig dreckig, das muss ich schon mal sagen. Komm, wir haben doch noch genug. Du frisst doch mal einen Zauberblitz. Du kannst eh nicht viel gegen die ausrichten. Haben wir es geschafft. Tja, so ist das nun mal. Aber zwar zwei Items kostet. Aber wir haben es überlebt. Das sagt nichts zu der Notiz, ne? Okay, mal gucken. Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Ich glaube, das war die Tussi hier. Aber wir gehen jetzt erstmal an der Runde ausruhen und Bubu machen. Dann bereiten wir uns auf den nächsten Kampf vor. Da müssen wir vermutlich alles geben. Das funktioniert. Vor dem Kampf darf der Gegner keinen Schaden durch deinen Partner erleiden. Was? Okay, das ist aber scheiße. Echt scheiße. Ja. Und was ich dringen muss, ich muss aufs Klo. Lass mich doch mal rein. Gibt's doch nicht. Unsäglichen Song, ja. Also mein Partner darf nicht angreifen. Okay, lass uns das Ganze mal hier überlegen. Aber Verteidigung und wir blocken nicht beim Yoshi. Was? Moment. Hier ist der Powerhammer, ich brauche den Erdbebenhammer. Du musst leider verteidigen. Ja,
Sehr schön. Ich war ein bisschen Blitz aufgeladen, ha? Das ist ganz gute Verteidigung. Sind wir schon auf Rang 6? Jetzt wird's richtig spannend. So langsam. Okay. Was? Gucken? Okay. Ist da eine Pfeile drin? Ja. Okay. Aber jetzt muss ich wirklich auf Klo. Ich muss kacken. Mich rein. Lass mich rein. Okay. Nächster Kampf. Dämonen. Warum? Im vorigen Kampf solltest du keine Sternenattacke benutzen. Okay, dann lassen wir das. Das war schade. Ich frage mich, ob wir vor dem Champion noch schaffen, aufzusteigen. Zeig dir, wo du deine Magie hinschieben kannst. Okay, die unteren zwei könnte ich ja treffen mit dem Erdbeben, aber. Und. Weißt du was? Aber ich kann bloß den Vorrang nehmen. Okay. Haben wir schon mal ganz guter Schaden gegen die ersten zwei hier? Oh, das war zu früh geduckt. Ich dachte, es fliegt. Was? Nein, nein, nein. Achso, das Schlafdingsbums, da haben wir ja weg, ne? Das treffen alle mit drei Kraften. Macht größer eine erhöhte Angriffskraft? Nee, komm. Nee, 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 komm. Nochmal Erdbeben. Und Yoshi frisst die nochmal. Na, siehst du, die zwei sind schon mal weg. Hat er da verloren? Was haben die jetzt gefummelt? Okay, dann müssen wir Sprungattacke machen. Probieren wir mal. Cool. Und wir machen eine Stampfattacke. Puh, hat der jetzt eine auf die Schnauze gekriegt, ey.
Pause. Ich hab meine Kräfte doch fast auf. Ja, gut auf. Wirklich? Jetzt muss man gegen Bowser kämpfen. Aber wieso? Wieso? Warum? Okay. Nein, keine Steine, Freunde. Ich wollte gerade was gucken. Weißt du was? Blödsinnigerweise können wir doch... Ha! Jetzt mal durchschlübern, ha? Ja. Funktioniert das überhaupt? Wir haben keine Blumenbunge mehr. Wo Arsch du? Okay. Machen wir mal Versorgerrunde, hätte man gesagt. Einmal Hotdog für dich. Dann haben wir ein paar Pünktchen. Dann machen wir da nochmal einmal saugen. Kleiner Schaden. Aha. Okay. Wir machen einen Zuckerpilz. Machen wir bitte jetzt eine Stampfattacke, was halt's. Was? Dann haben Schädel. Okay, Stampfattacke und so weiter bringt gar nichts. Wir holen sie ein paar Blümchen, oder? Nein! Du bist. Komm, komm, lass mich weitermachen. 5 Blümchen haben wir. Was habe ich denn jetzt gemacht? Du sollst ja nicht am Schuh legen. Jetzt habe ich das hier losgelassen. Warum tue ich das sowas? Wir können angreifen, das ist doch schon mal gut. Dann nehmen wir den Powerhammer. Wie viel hat denn der? Der Sprungattacke bringt ja gar nichts, ne? So, greif ruhig an. Der hält aber was aus hier. Ja.
würde dich austauschen, oder? Oder ich lass dich mal. Mal, wie viel hast denn du noch? Wirklich? Achtundzwanzig kriegen wir. Da habe ich doch wesentlich mehr verdient, oder? Wir sind auf Rang 5. Wir haben gleich zwei Kämpfe hintereinander machen müssen. Ja. Und ohne Flower Power wäre es fast schief gegangen. Okay, wir machen mal ein Schläfchen. Ruhen uns aus. So. Kämpfen uns nach oben. Okay. Sollst du deinen Partner nicht wechseln? Okay, alles klar. Ja, halt mal dich, hätte mal gesagt, oder? Machst du aber gut. Auf geht's. Es muss einer, aber der hat eine Lanze. Du darfst den Partner nicht wechseln. Alles klar, das kriegen wir hin. Und zwar... Im Sprung vertraue ich da jetzt weniger. Wir hauen mal mit dem Powerhammer hin. Okay. Nein, keine Büchse werfen hier. Okay. Stampfattacke, nee. Wie ich aus einer Speerspitze da. Wir saugen den mal. Der macht aber mächtig Schaden. Der muss aber auch mächtig bei mir einstecken. So ist es nicht. Oh, der ist schon platt. Ach, der hält mir aus. Wir sind schon auf Rang 4. Okay. Es war ja klar, dass das irgendwann wieder kommt. Geh zur Telefonzelle vor der Arena. Na klasse.
Okay, aber wir machen nochmal Bubu. Aber wer weiß, was da passiert. Was wird der jetzt? Hat er Angst oder was? Okay. Wir machen mal eine Speicherung, wenn wir hier schon mal sind. Und dann auf zur Telefonzelle. Wir können mal gucken, wer der Nächste ist. Das Brüder-Trio, das sind aber wieder so Schildkröten, die sollten wir hinkriegen. Oh, Kettenhunde. Oh, die müssen wir springen können, oder? Kommen tatsächlich Kettenhunde? Okay, jetzt gucken wir mal an der Telefonzelle, was da los ist. Vielleicht können wir sich noch ein bisschen was einkaufen. Und Schlüssel. Lagerschlüssel. Oh, jetzt können wir spionieren. Okay, wir kaufen aber noch so 1-2 Horrocks. Natürlich lass mal Platz im Inventar. Wie viel Platz haben wir? Ich hab die alle verfressen. Hm? Nee, passt doch. Von 15 haben wir, okay. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Da kaufen wir auch einen. Okay, das reicht. Dann gucken wir noch mal ins Lager. Auch hier speichern wir mal ganz kurz. Schauen, was uns das Lager offenbart. Ich glaube, auf der rechten Seite geht es ein wenig schneller. Und schwuppdiwupp sind wir auch schon. Natürlich. Oh, so sieht man sich wieder, süßer Mr. Schnauzer. Die wird bestimmt wieder knutschen, oder? Na klar. Wie, du gehst durch die Tür? Und was Neues? Den Schalter finden? Ein
einen Schalter finden. Ich komme dann nochmal auf die Kisten hoch, ja, oder? Warte mal, war nicht mit dir irgendwie was? Wie war denn das? Hey, warte mal. Kann ich mit ihr... Wirklich? Ich will wieder mal Yoshi. Ach, warte mal, hier kann ich da ganz normal zerstören. Da ist er. Und was ist da dahinter? Erhöhe den Schaden, den dein Partner beim nächsten Angriff verursacht. Okay. Schwupps. Na schauen. Cool. Und da brauchen wir natürlich wieder einen Schlüssel. Den haben wir nicht. Warte mal. Nee, wir müssen drüber fliegen, ne? Komm mal her. Und hier müssen wir... Und da oben haben wir auch was. Den holen wir sie natürlich auch. Auch schon. Mann, gib dir doch mal Mühe. Orden KP plus P. Erhöht die gesamten KP deines Partners um 5. Und jetzt kriegen wir noch lauter interessante Orden. Dann machen wir mal Wups und Schwups und da rein. Was ist denn jetzt? Ich wette, da kann man runterblumsen. Und da sollen wir auch runterblumsen. Nein. Das war der Ausgang. Okay, zweiter Versuch. Irgendwas haben wir übersehen. Das ist der Ausgang. Was? Was war das? Da 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 da
Okay, müssen wir vielleicht hier irgendwie einbrechen. Interessant zu erfahren, dass die gar nicht so richtig verantwortlich sind dafür, dass die Kämpfer verschwinden. Die wissen das selber nicht. Okay. Dann wieder runter. Das Gute oder das Blöde ist, den blauen Schlüssel haben wir natürlich nicht. Wir müssen da lang, ja. Ja, und ihn darf man nicht rein, okay. Ja, warte mal, ich will hier speichern. Ja, machen wir es doch hier gleich. Aber ich werde wahrscheinlich ein kleines Päuschen einlegen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.